Flat! Max, 911! Böse Jungs mit dicken Knarren! Die haben mich in der Eingangshalle im Visier! Könnte Hilfe gebrauchen! Und zwar jetzt! Ich musste einen anderen Weg zu Flat suchen. Keine Zeit, Unterstützung zu rufen. Mein Fall hatte ein Eigenleben. Ich ging durch die Hintertür rein. In den Schatten lauerten Erinnerungen an frühere Besuche. Ein muffiger Gestank unter einer frischen Schicht Farbe. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, Max Payne. New Yorks Elite-Bulle hat mehr Gangster erledigt als sonst. Hier ist alles klar. Verehrte Gäste, machen Sie sich bereit, sterben. Max, ich würde Sie gerne begrüßen, aber ich bin verhindert. Ich liege gerade hinter einem Tresen in Deckung. Keine Sorge, Baby. Ich bin in Ordnung. Wann ging es mir schon mal nicht gut? Max ist jetzt hier. Du kennst Max. Ich ruf dich an, wenn's vorbei ist. Ich liebe dich, Baby. Vlad war der perfekte Gentleman, beruhigte seine Geliebte. Es war definitiv nicht Annie. Vlad, seien Sie still und halten Sie durch. Ich komme. Was? Max, ihr habt ihn gehört. Er kommt euch zu holen. Max, diese Typen sind echt miese Schützen. Sie müssen es locker mit denen aufnehmen können. Sie sind Max Payne? Schätze, ja. Max, ich bin Mike, Wladimirs Freund. Sie sind der Sheriff. Darf ich Ihr Deputy sein? Holen wir Ihren Boss da raus, bevor er uns alle zu Tode gequatscht hat. Los geht's! Die wollten nicht anders. Folgen Sie der Spur. Genau! Hab echt hartes Zeug hier! Halt die Klappe! Winterson hätte einen Weg gefunden, das hier sauber zu erledigen. Die Logik sagte mir, dass Unterstützung unterwegs war. Jemand musste die Schüsse gehört haben. Die Logik ist ein solcher Lügner. Zähne! Die ganze Kaulangen! Das war Vlad. Vlad würde nicht mehr lange aushalten, wenn es nicht schon zu spät war. Oh!
Hab meine Meinung geändert. Bleiben Sie hier. Das ist Sache der Polizei. Okay. Bist du doch nicht gemacht. Ihr versucht es ja nicht einmal! Durchhalten, Vlad! Ich komme! Max! Oh nein! Hey, nicht der! Fuck, fuck, fuck! Worauf wartet ihr? Kreist ihn ein und tötet ihn! Legt den Bullen um! So wie deine Hände zittern, könntest du keinen Master sein. Könnte Ihre Hilfe gebrauchen, Mike. Rock'n'Roll, Partner! Ich gebe Ihnen Deckung! Bezahlen! Mein Geld! Mein Retter, ich könnte Sie küssen. Vinny Gonitti, ein kriminelles Superhirn? Er erledigt alle, die er als Konkurrenz auf dem Waffenschwarzmarkt ansieht. Dieser kleine Mafia-Boss hat einen Deal mit einem mächtigen Partner. Womit verdienen Sie nochmal Ihr Geld? Pfadfinder, Ihren Wort, Detective. Ich habe mich geändert. Ich bin jetzt ein besserer Mensch. Das Wodka wird das beste Restaurant der Stadt. Ich werde reich und berühmt. Annie war eine Prinzessin. Sie haben sie grundlos getötet. Haben Sie Ihre Hand gerade eben verletzt? Heißes Date gestern. Kann ich Sie einladen? Tun wir so, als wäre ich im Dienst.